Kartoffeln müde, Kartoffeln schlafen. Für immer. Hallo, na und herzlich willkommen zurück zum besten Kochenback-Format hier auf diesem YouTube, wo ich für euch Rallitz aus dem Internet teste, damit ihr das nicht mehr machen müsst. Heute haben wir es hier 30 Grad plus und was ist das Erste, woran ihr bei solchen Temperaturen denkt? Richtig, Kartoffeln. Die Süßspeise des Sommers in Deutschland. Naja, ich habe heute drei wundervolle Kartoffelrezepte für euch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, lasst mir doch jetzt gerne ein Abonnement auf diesem Kanal. Leute, hier ist keine Sommerpause. Abonnieren Sie. Das macht man so. Ja. Hatte früher nicht gemacht. Aber wir haben das nächste Woche Urlaub. Ich weiß, ich denke schon. Ach so, scheiße. Also wir haben Sommerpause, ihr aber nicht gehabt, hier zu abonnieren. Das gibt's ja wohl gar nicht. Und wir starten mal rein mit Rezept Nummer 1. Einem kleinen Fingerparty-Food für, wenn die Mädels kommen, meiner Meinung nach. Und das ist folgendes. Das ist gut. Wir haben dafür gekochte Kartoffeln. Das ist immer ganz geil, finde ich, für so Resteverwertung, wenn du vom Vorabend noch Kartoffeln übrig hast. Was es in diesem Haushalt eigentlich nicht gibt, weil ich die alle esse. Das stimmt. Philipp hat wirklich ein Problem mit Kartoffeln. Ey, normale Kartoffeln auf die 1. Normale Kartoffel auf die 1? Mhm. Ist das deine Meinung? Ja. Okay, der Mann hat mich gerade angeschnauzt, dass ich als erstes die Kartoffeln stampfen soll. Ey, Nadine, du stellst die letzte Zeit echt immer sehr negativ der Videos da. Nee, das schaffst du schon selber ganz gut. Wir stampfen jetzt mal die 500 Gramm Kartoffeln hier. Kannst auf einem flachen Teller viel besser machen als in der Schüssel. Ich weiß auch gar nicht, warum das alle immer machen. Alle machen immer Stampfi in der Dings, weil die wahrscheinlich Angst haben, dass links und rechts runterfällt. Guck mal, wenn ihr so seid wie ich und euch sowieso mal alles vom Teller fällt, dann habt ihr nichts mehr zu verlieren. Dann könnt ihr auch wild sein und einen flachen Teller für sowas benutzen. Ja, kann nur wild sein. Das war ein langer Satz. Das kommt jetzt in eine Schüssel. Ich nehme mal hier diesen Schneebesen, weil der liegt hier gerade so praktisch. So, dazu kommt jetzt 4 Esslöffel Maisstärke. Krasse Speisestärke und dieses Verpackungsprinzip. Jedes Mal saugt man sich. Wir facken uns aber auch jedes Mal darüber. Ja, aber Speisestärke ist einfach so ein. Also so eine so ein Otto-Produkt, Junge. Ganz ehrlich, dass alle denken, das ist, weißt du, dass die Leute denken, das ist die perfekte Möglichkeit. Nee, ist es nicht. Guck, genau das meine ich. Gib dem Ding doch eine Kopfnuss. Jetzt kommt da Schnittlauch rein. Ja. Hat der nette, freundliche Mann, der hier hinter der Kamera sitzt, schon geschnitten. So ein guter ist er. Ja, so. Lass uns das Tachin draufhauen. Das hat ein neues Obsession-Gewürz. Wir machen da mal ein bisschen was von rein. Normale Kartoffeln auf die 1 und Tachin. Ja. Tachinkartoffeln. Es schmeckt tatsächlich sehr gut. Wir salzen nur noch jetzt ein ganz kleines bisschen. Jetzt Tachin. Tajin. Tajin. Französisch. So. Und Käse. Ich hätte ja, wenn es mein Geburtstag ist, dann ein kleiner Feuertopf. Das, wenn wir jemals auf einem Mittelaltermarkt einen Stand haben sollten, dann nennen wir den Philips kleiner Feuertopf. Wie viel Käse eigentlich? 50 Gramm. Ach so. Ja, wird schon passen. So, wir holen als nächstes schon mal eine Schöpfkelle mit CH, Schöpfkelle. Das ist unser Teig. Ich habe Teig gemacht und wir gehen jetzt mal rüber. Wir haben hier einen Topf mit Öl erheizt. Erheizt. Jetzt redet ihr schon wie unser Sohn. Ja. Erheizert natürlich. Habe ich gar nicht gewusstet. Wer macht aber gar nicht. Aua, das war meine Hand. Ja, Ey, es ist ein schönes Diadem. Ist hübsch, ne? Wow. Es ist ein großes Ding und ein einzelnes. Ja, cool. Schon mal, da hängt irgendwie so ein Schnittlauchstängel raus. Ups. Cool. Ja, kann man eigentlich auch direkt die ganzen Batzen da reinknallen. Ja, die mache ich jetzt noch fertig und dann... Aber gut aussehen tun sie. Vielleicht kann man die gleich so ein bisschen auseinanderpopeln. Aber wir haben ja ein einzelnes. Das geht ja. Okay, der Schnittlauch hat ein bisschen gelitten, würde ich sagen. Die sind aber ganz gut rausgekommen. Und ich mache mal hier den Test. Ich glaube, die sind noch sehr gatschig in der Mitte. Die sehen sehr gatschelig aus. Es hat ein bisschen was von einem frittierten Reibekuchen, wenn du mich fragst, so vom Duft her. Half. Meins ist irgendwie nicht. Das ist wie ein Kartoffelpuffer außen. Und aber innen drin super matschig. Innen drin ist Kartoffelbrei. Ja, wie so Reibekuchen schmeckt das, aber halt zu matschig. Ja. Ist den Aufwand nicht wert, meiner Meinung nach. Ja. Kommen wir mal zu Rezept Nummer 2 und das ist folgendes. Ich habe Bock darauf, ich glaube nicht, dass es funktioniert, ehrlich gesagt, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Deswegen sind wir ja hier. Da hinten ist das Waffeleisen meiner Mutter. Ich habe unseres verloren. Ja. Das ist einfach weg. Wir wissen nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, wie ein Waffeleisen wegkommen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Sache verloren habt, von der ihr dachtet, nee, die ist viel zu groß, um sie zu verlieren. Wir haben unser Waffeleisen verloren. Ich hätte mich, glaube ich, letztens durch ein Gartenrennen sehen. Haben die Hühner sich genommen. Komm. Ja. Ansprühen. Kartoffel drauf.
Salz. Die ist schon gekocht übrigens. Ja. Ich mach mal langsam, damit die nicht kaputt geht. Alles gut, Kartoffelschlaf. Kartoffelmüde, Kartoffelschlafen. Für immer. Jean. Ich habe Hunger zwischen den Menüs. Wir müssen den Dip machen. Wir machen den Dip. Okay, für den Dip brauchen wir Joghurt-Alternative und Skier-Alternative. Skier-Alternative. Von einem Skier. Dann kommt hinein ein Teelöffel Zitronensaft. Und von Philipps geheimem Superrezept auch so ein Teelöffel. Erzähle ich euch später noch was zu. Okay, in dem Video hier noch? Ja. Okay. Achso, und Schnittlauch. Liegt hier schon gewaschen. Schneide ich eben noch klein. Der kommt jetzt noch dazu und dann wird das einmal vermischt. Und dann haben wir einen richtig klasse Dip für unsere hoffentlich funktionierende Kartoffelwaffel. Kartoffel. Kartoffel. Eine Kartoffel. Kartoffelwaffel. Ach so. Och nee. Also, was soll ich sagen? Das sieht gut aus. Jetzt kriegen wir da alle einen Anfall, weil ich mit der Gabel ans Dings bin. Kommt mal mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine geile Variante, um eine Kartoffel zu essen. Ich bin ja nicht so die Kartoffelmausi. Ich finde ja Nadine, nur so... Nadine, überleg, was du sagst. Ich finde Das hier ist eine Kartoffeldiktatur. Ja, ist es auch. Ich finde das gar nicht so geil, wenn man nur Kartoffel ohne alles so isst. Ein bisschen Salz. Guck dir jetzt die Waffel an. Das ist eine viel bessere Variante, eine Kartoffel zu essen. Doch, weil sie ist platt gedrückt. Eine gute Kartoffel ist immer gut. Das sieht so viel besser aus als eine normale Kartoffel. Das riecht fantastisch, wie so ein Reibekuchen. Aber ich muss sagen, das Ding war jetzt bestimmt 20 Minuten lang im Waffeleisen. Ja. Locker. Also wer von 5 machen wollte, plant einen halben Tag ein. Ja, das hat ewig um 3 Jahre gedauert. Aber es ist schon sehr knusprig. Und ich reiß mir jetzt hier mal so ein Stückchen ab. Das ist die perfekte Form für eine Kartoffel. Lecker. Mega geil. Und wenn das nicht so lange gedauert hätte, würde ich das jetzt ab jetzt immer mit meinen Kartoffeln machen. Ja, sehr, sehr lecker. Kommen wir mal zum nächsten. So, ihr Lieben, wir haben jetzt eine kleine Snackpause, während wir warten. Und dafür habe ich mir die wunderbaren Schokoreiswaffeln von Koro gegönnt. Bei Koro gibt es nämlich nicht nur mega leckere Snacks, so wie die hier, große, große Empfehlung, sondern auch noch alle Basics für alle Lebenslagen. Auch absolut zu empfehlen. Immer noch nach wie vor ein Evergreener. Die Soja Crispies von Koro, das sind vegane Protein-Crisps, kommen ins Frühstück. Ihr deckt einen wahnsinnigen Riesenbedarf an Proteinen von eurem Tagesbedarf schon ab. Wie bei Joghurt von der Ecke. Mit der Ecke. Ich wollte gerade sagen, schmeckt wie Joghurt von der Ecke, aus der Ecke, mit der Ecke. Eckenjoghurt. Und es gibt nicht nur das, sondern auch viele, viele andere tolle Sachen bei Koro. Ihr findet da quasi alles, was ihr in der Küche braucht an trockenen und festen Zutaten und was ihr zum Backen und Kochen und Garnieren und Brote schmieren braucht. Schaut einfach vorbei und denkt dran, wenn ihr dort bestellt, wie immer, mit dem Code Kupferfuchs könnt ihr 5% auf jede Bestellung sparen. Der ist immer gültig. Könnt ihr auch gerne weiterreichen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Link und Code unten in der Infobox. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Kommen wir mal zum Banger dieses Videos. Und zwar Rezept Nummer 3. Das ist seltsam. Ich bin mal gespannt, ob das ohne richtigen Parmesan auch funktioniert. Ja, ich habe mir was überlegt. Philipp hat sich was überlegt. Er ist ja hier unser veganer Chefkoch und Hauptkonstrukteur. Foodigerweise. Und wir brauchen dafür kleine Kartoffeln. Die kullert hier schon weg. Die ist schon gewaschen hier, die Geschichte. Also die werden jetzt einmal halbiert und dann werden die hier drin so innen drin angeritzt. Und am besten schneidet ihr euch dabei nicht in die Finger. Habe ich mir auch fest vorgenommen. Ich und gerade, ne? So ungefähr halt. So, das machen wir jetzt einmal mit allen. Die kommen jetzt einmal in eine Schüssel. Das dazu. Gab es übrigens bei DM die Schüssel. Ich finde die richtig schön. Die Schüssel ist richtig geil. Hat irgendwie nur 4 oder 5 Euro gekostet oder irgendwie sowas. Finde ich voll geil. Dazu jetzt 2 Esslöffel Olivenöl. Kleiner Tipp an der Stelle. Also manchmal hat DM auch schöne Keramik-Schüssel. Ja, und ich habe ja bei denen auch immer die Meat-Prep-Gläser gekauft, bei der günstig ist. Also DM hat da echt geile Sachen. Trocknete Petersilie, 1 Teelöffel. Oder ein bisschen mehr. Sieht schön aus. Das riecht geil grün. Ja, ne? Und dann noch 1 Teelöffel von Philips Spezial Philly McPhilphil Mischung. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das als eigenes Gewürz rausbringe. Soll ich verraten, was es ist? Ja, da ist Knoblauchpulver drin, Paprika, Knoblauch, Zwiebel und Hähnchengewürzsalz. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Salz und Pfeffer. Ach so, ja. Steht hier sogar. Salz und Pfeffer noch. Dann nehmen wir eine Auflaufform und jetzt bräuchte man eigentlich Unmengen an Parmesan. Und Butter. Und Butter.
Wir versuchen es jetzt mal anders, und zwar mit einem Hefeschmelz. Dafür sind wir jetzt einmal rüber an den Topf gewandert. Jetzt brauchen wir 4 Esslöffel vegane Butter. So, die Butter ist jetzt zerlassen, da kommen jetzt 6 Teelöffel Mehl dazu. Dann kommen 8 Esslöffel Hefeflocken dazu. Oh Gott, das ist 250 Milliliter Wasser. Und dann haben wir einen Hefeschmelz. Wofür benutzt du den so? Noch nicht, der muss noch andicken, weil ich durchsetze. Ja, aber wenn der angedickt ist, wofür benutzt du den so? Das ist ein Käseersatz. Ja, ne? Das ist eine Käsesoße-Basis. Da ist jetzt noch ein Spritzer Senf und ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Und dann ist das gleich auch schon fertig. Kann man auch super nehmen, beispielsweise für Pizza. Das ist so... Pizzaschmelz, ja, ne? Ja, genau. Das hat so von der Konsistenz her... Gott, riecht das gut. Ja, so eine richtige Mozzarella dann von der Konsistenz her. Geschmacklich halt sehr... Ja, käsig halt. Genau, perfekt. Ja. Wir nehmen jetzt eine dünne Schicht für den Boden. Batsch, batsch. Das streichen wir jetzt einmal so ein bisschen aus, würde ich vorschlagen. Ein bisschen mehr noch. Ich würde nicht mehr machen. Nee, nicht noch so ein Klatschi? Ich muss es alleine machen, weil du Nein gesagt hast. Eine dünne Schicht Streukäse noch darüber. Genau, vielleicht klappt es, man weiß es nicht so genau. Ne? Und jetzt werden da die Kartoffeln mit der angeritzten Seite nach unten möglichst nah beieinander reingelegt. Und dann gucken wir mal, ne, ob das klappt oder nicht. So, das geht jetzt für 35 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Okay, ciao. So, das sieht doch ganz gut aus. Richtig nice aus. Finde ich auch. Also, wir haben das jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Ich gucke jetzt mal, ob ich das hier rauskriege und das so zeigen kann, wie die das gemacht haben. Weißt du, dass das auch so cool aussieht. Okay, sieht nicht ganz so attraktiv aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Macht ja nichts. Guck mal, hier hängt noch eine, die kann ich zeigen. Ja, ich glaube, du hast recht. Es ist halt sehr ölig, ne? So ja. Durch die Butter. Ja, und der Käse wird zerlaufen. Und der Käse wird zerlaufen. Es hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber wir probieren einfach mal. Vielleicht schmeckt es ja gut. Also ich finde aber hier, das hat so leicht was von dem Parmesan. I guess, wenn man das hier mal so rumdreht. Ja, Pappe daraus machen, aber es ist krass. Ja, also ölig. Du kannst es halt, es ist schon sehr ölig tatsächlich, ja. So, aber die sind alle gut belegt mit dem Dings hier, guck mal. Und wenn du das so siehst, das sieht schon lecker aus, ne? Ja, okay. Brauchst du auf jeden Fall ein Schnäpperchen, um das im Magen zu verarbeiten. Ach, na ja. Ha, das schmeckt ja unfassbar gut. Boah. Kartoffel, wie ihr seht, ist wunderbar durch. Es ist, wie gesagt, ein bisschen wegen der Butter, denke ich mal, sehr ölig, aber es ist geschmacklich. Wow. Ja, ihr Lieben. Wenn euch die Rezepte gefallen haben, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Ansonsten, ab jetzt unser Backbuch und Kochbuch regulär bestellbar. Könnt ihr gerne mal einen Link in der Infobox. Und ihr habt jetzt noch 2 weitere Videos, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche vielleicht. Mal gucken, wir haben Urlaub. Mal sehen, was sich da so zaubern lässt. Ansonsten übernächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann und tschüssi.